Was ich sagen wollte ist, im Koran findest du an keiner Stelle, dass Allah sagt, diejenigen, die glauben, Punkt. Allah erwähnt immer, wenn es darum geht, wer erfolgreich sein wird, Yawm al-Qiyamah, diejenigen, die glauben und Gutes tun. Nur zu glauben reicht nicht aus. Ja, das heißt, wir müssen glauben und auch umsetzen. Das reicht nicht aus, dass du weißt, Allah existiert. So weit war Iblis auch schon. Er wusste, dass Allah existiert und dass das Paradies existiert und die Hölle existiert und Jibril existiert. Er wusste ganz genau, dass Muhammad der Gesandte ist, sallallahu alaihi wasallam, und dass Adam ein Prophet ist und dass Allah Adam erschaffen hat. Das heißt, all das Wissen hatte Iblis. Aber worin lag sein Fehler? Hochmut, und weil er diesen Befehl nicht umgesetzt hat. Er hat dem Befehl widersprochen. Er wollte das Gebot Allahs nicht akzeptieren. Deswegen hat sein Glaube, sein Wissen an Gott nicht ausgereicht. Ja? Und deswegen finden wir im Koran nie, dass Allah sagt, illa alladhina amanu, Punkt, das reicht, ihr müsst nur glauben. Sondern immer glauben und Gutes tun.